Moin, moin. Mein Name ist Heinrich der Löwe. Ja, und willkommen zurück zu MechWarrior. Genießt diesen kleinen nochmal, das ist dieser Urban. Den tausche ich jetzt aus. Ich selber will den Griffin spielen. Centurio spielt dann wer anders. Und ich überlege gerade, warum gehe ich jetzt hier die scheiß Treppe hoch? Wir hätten noch unten alles im Terminal machen können. Ja, wir wollen jetzt diese doppelte Belohnung machen. Frontunterstützung gucken. Sind das nicht unsere Feinde? Aber doch noch mehr. Achso, oder sind das einfach Missionen, die quasi. Ach ne, hier hinten ist auch noch eins. Ah, Maus. Ja. Ist auf jeden Fall eine große Karte. Ja, genau, die Mission wollten wir machen. Alle repariert. Drei Aufträge, Zuflucht oder Trümmer. Ein wichtiger politischer Flüchtling sucht unseren Schutz. Wir haben gelernt, dass die Haus Kurita-Streitkräfte herausgefunden haben, wo sie sich verstecken und auf dem Weg sind. Geh so schnell wie möglich hin und halte sie auf. Unser Bergungsteam wird direkt hinter dir sein. Ja klar, die bergen die ganzen tollen Sachen und wir kriegen Scheiße. Aber wir kriegen, guck mal, 50% mehr Schrottteile. Das ist doch geil. Wir könnten einen Mech kriegen. Das wäre ja natürlich, nur geil. So. Ach, so viel Geld brauche ich nicht. Ja, Schadensabdeckung kann man ja eigentlich schon. Ach komm. Nee, nehmen wir lieber mehr Geld. Naja, haben wir nicht so einen Schaden von 400.000. Und ja, weiß nicht, ob ich den Rest kriege. Ich glaube nicht. Wir nehmen an, 175.000. So, wie tausche ich jetzt den Mech aus? Griffin? Sehe nicht, okay. Du kriegst auch einen neuen. Eigentlich will ich dir nicht den Centurio geben. Nee, komm, du kriegst ihn noch nicht. Du hast dich ja auch nicht so bisher... Hier, die ist cool. Die kriegt mein Centurio. Und dann kriegst du, damit du ein bisschen schneller bist, du musst dich erstmal beweisen, diesen Yelvin oder wie man den auch aussprechen mag. Jetzt bist du auf jeden Fall flotter unterwegs. Ja. Ah, Map lädt schon im Hintergrund. Das ist natürlich super. Ich bin mal gespannt auf den Griffin. Auf den Greif. Ah, jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob wir die, Griffin. Cockpit so cool aus. We have hostiles moving towards local farming facilities. They have no way of defending themselves. So we need to reach Nav Alpha and set up a defensive perimeter ASAP. Ich finde das Cockpit cool. Der ist flott. Das ist wirklich cool. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Was soll man machen? Wo sollen wir hin? Ach, da ist unser Ziel. Entschuldigung. Das mit Feuerbrille wäre cool. Könnte man so spielen. Aber ich finde, das ist immer noch die beste Ansicht. Damit weiß man, ob man seinen Torso noch drehen muss. Der ist ja echt flink, oder? Auch hinterher. Low atmosphere environments always make me nervous. Aber wir müssen die Garnison befreien. Ah, siehst du. Oh, da sind doch schon Löcher drin in der Mauer. Ah, glad you can make it, Commander. We've holed up as best we can, but these assholes keep probing our defenses. They're gonna try and take us down, I'm sure of it. That's why we called. Try your best to spare us from as much destruction as you can. Beschütze die Garnison. Beschütze die Garnison vor wem? Looks like we found a place, Commander.
Nothing on Skulks at the moment, but don't get comfortable. Hostiles have been reported in the area. Enemy units just crossed the outer perimeter and are headed our way. Okay, 18 Ziele kommen. Target acquired. Target destroyed. Oh, diese Blitzwaffe ist ganz nett. Enemies destroyed a warehouse. Ah. Recon has spotted additional bogies, heading along a trajectory that intersects with your position. Da hinten. Hinter der Mauer, ich bin nicht. Und da außen rum? Da kommen mehrere. Scheiße daneben. Ich glaube, ich muss mal mehr weg. Ich habe nur zwei Waffen. Ich will die ganze Zeit auf die Raketen auf drei starten. Alter, der lebt ja noch. Irgendwie. War die Waffe vom Centurio besser? Scheiße. Wir sind eindeutig zu warm, ich brauche mehr Wärmetauscher. Ja, ich weiß. Ja, Raketen sind zu nah. Wo ist Nummer 3? Scheiße. Jetzt fährt diese Drecksau auch. Enemy Battle Mech eliminated. So gut gemacht. Hm. Müssen wir mal weiter. Whoa, watch out! Chemical tanks destroyed! Hostiles inbound. Brace for contact, Commander. Nächste Ziele. They've got a real burr up their ass, don't they? Schieß mal auf das Ziel da hinten. Mach meine ganzen Max kaputt. Okay, haben wir. Jetzt sind klein da. Aua! Das waren 12 von 18, wo ist der Rest? More enemies inbound. Rechts, rechts. They really are gunning for you, Commander. Watch out. Na? Wir gehen doch mal auf. Wo ist der Feind? Oh ja, scheiße, mehrere. Ein Assassin. Hätte ich auch gern gehabt. Oh, jetzt mit so Flugeinheiten, die gehen auch immer auf den Sack. Lebt er noch? So, wo ist der Mac? We're getting hammered here. You need to take these guys down. Scheiße. Sind schon in der Basis drin. Lead unit tracking unknown facilities.
Watch your fire. This location wasn't built to withstand military-grade weapon fire. We need to pull them Stau. Away from the buildings. They got a chem tank. Scheiße. Diese Blitzkanone geht mir noch auf den Senkel. Ist mir eindeutig zu warm hier. Okay. Headquarters taking heavy fire. We need help. Ah, ich häng fest. Alter, ich zertrete den jetzt, ey. Target destroyed. So. Ja, super, wir ballern sie in der Basis kaputt. Ich baller noch meinen Kumpel an, das ist dann fantastisch. Tango eliminated. Ah, vorsichtig, red ich. Wir gehen rückwärts, komm. Gut. Our employers will be pleased that we have held our ground and saved this facility. Good work, Commander. Naja, halbwegs. Mein Arm ist rot und orange. Das ist natürlich bescheiden. Das war Mission 1. Dann gehen wir auch gleich auf weiter. Ah, kann man verkaufen, ne? Scheiße, diese Sprungdüsen, ey. Na gut, von dem besitze ich noch keine. Darf man mal ein, zwei mit. Munition kann man immer gebrauchen. Und M-Laser kann man immer gebrauchen. Fortsetzen. Oh, die hat mein Centurio kaputt gemacht. Die AK-10-Waffe ist kaputt. Kannst du damit nicht umgehen, Kleine? Mann, jetzt muss ich mit ihr... Na gut, hat sie noch diese... Den M-Laser hat sie noch. Und Raketen. Aber die Raketenmunition ist wahrscheinlich auch aufgebraucht. Scheiße. Ich habe jetzt auch keinen guten Reserve. Hier so ein Locus. Soll ich den nochmal nehmen? Oder den Urban? Komm, nimm's den Locust. Weil wenn die Rakete, wenn sie keine Munition mehr für die Raketen hat, dann hat sie ja quasi nur noch die Laser, das macht keinen Sinn. Commander. Help each other hold back the tide of the enemy advance as long as possible and then get the hell out of there. We will be on standby waiting for your extraction. Good hunting. Hm, machen wir. Wo sind die Ziele? Die laufen schon wieder falsch rum. Target acquired. Ui, Feuer von rechts. Target destroyed. Okay. Target down. Destroyed. Target destroyed. Nächsten. Was ist der denn? Alter, ist der keiner auf Speed oder was? Just
scheiß Low-Cost. Ich erwische den noch nicht ganz. Was macht er denn hier? Stay sharp, Met Warriors. Ally Command reports enemy movement is projected to hit your location at any moment. Zu mir. Time to earn our pay. New target acquired. Ihr dürft jetzt zerstören. Okay. Oh. Habe ich nicht gesehen? Forces entering the engagement area, Commander. Be on the lookout for them. Okay, von da kommen die nächsten. Okay, jetzt zwei Max. Ups. Okay, haben wir. Nächstes Ziel. So, schön das Bein zerstört. Nächste Ziele. Daneben. Wie viele Raketen haben wir noch? Ach. Feuer raus, sei die Scheiße. Obwohl die PK hat nur eine Reichweite von 460. Hat ja keinen Sinn gemacht, aus der Entfernung drauf zu ballern. Aber jetzt ist es auf jeden Fall in Feuerreichweite. Und grill mal durch. Los, das Ziel auch zerstören. Hammer. Oh, rechts ist noch ein Mac. Kleiner Scheißer, wo kommt der denn her? Kleine Sacknaht hier. Zertrampel dich noch, ein kleines Stück Scheiße. Acquired.
combat zone's perimeter. Brace for additional contacts. Er hat keine Arme mehr, ne? So, noch mehr Kontakte. Wo sind Kontakte? Da sind Kontakte auf der anderen Seite. Mal den Motor anschmeißen. Ah, ich gehe erstmal auf den da. Die sind immer nervig. So. Der ist flink. Schade, ich wollte den schön auf den Rücken schießen, hab ihn nicht getroffen. Hoffe jetzt. Immer schön auf die Heckpanzerung. So. Da hinten ist noch einer. Urban Mech. UMR-60. Das ist so einer, der verschläft den ganzen Krieg hier. Ist nicht schlimm, wir kommen zu dir. Und er teilt auch gut aus, darum gehe ich mal ein bisschen. Dreht er sich? Ich muss mich drehen. Der Mech ohne Arme. Blüht auf jeden Fall, das Metall schmilzt da richtig schon. Ach komm, das war ein Headshot. Super. Ah, er hat's fast erwischt. Jetzt ist aber auf jeden Fall hin. Mission complete, Commander. Every kill from here out is bonus pay. Stick around as long as you like, but don't get too overconfident. Enemy forces still have a sizable hold of this area. Fall back to the Morgnav point when you're ready for evac. Na komm, wir holen uns dann noch. Was sind das überhaupt? Firestarter? Den mag ich jetzt schon nicht, diesen Panzer. Na, meine Mechs sehen nicht mehr gut aus. Freeman hat es ganz schön erwischt. Der Firestar sieht auch nicht mehr so gut aus. Jetzt muss ich den Kleinen hier mal zerstören. Ah, ich häng fest. Was ist denn jetzt los? Okay. Ja, wir ziehen uns jetzt zurück. Oder auch nicht. Die wollen nicht, dass wir abhauen. Zu nah. Ah, der war daneben. Der war auch daneben. Scheiße. Ey, was rennst du mir vor meine Flinte, du kleine Sacknado? Alter, der geht mir auf den Sack.
Zerschießt ihn! Reporting component loss. Haben wir schon einen verloren? Ich sehe nur drei Max, zwei Max von mir. Ich glaube, einer ist down. Okay, jetzt hauen wir ab hier. Jetzt. Scheiße. Du standst auch zu nah an der Explosion, du Horst. Dropship on approach, Commander. Prepare for extraction. Ach, hier ist noch einer. Gut, drei Stück haben wir noch. Oh. Wie hoch wird jetzt wohl die Reparaturkosten sein? Also Auszahlung schon mal 1,1 Millionen. Gut, dann nehmen wir nochmal einen Mac mit. So, verkaufen wir den, kriegen nochmal eine extra Mille. Ja, Kurita mögen uns immer weniger. Gibt aber Schlimmeres. Nämlich zu wenig M-Laser. Hab schon 23. Ja, hier die mit, das ist schon mal, die sind auch gut, die nehmen wir auch mal mit und die sind auch schon voll. Und ja, Schaden. Ja, 650.000. Sieht auch recht übel aus. Ja. Was hat denn die D-Variante von dem? Jetzt ist der normale. Das ist ein Low-Cost. Ich dachte, das ist... Na gut. Den können wir vielleicht verkaufen. Und so einen zweiten Urban auch. Braucht ihr jetzt nicht doppelt oder so? Oh, wie sieht's denn hier aus? Ah, oh, die AK ist kaputt. Wieso machst du das? Ich habe auch keine andere AK, das ist ja doof. AK-5 kam ich ein Angebot. Das ist natürlich nicht dasselbe. Ist hier auch ein Laser im Arsch? Untergewicht. Ja, dann reparier den noch erstmal. Ich weiß noch nicht, diese Waffe ist mir noch nicht so, weiß ich nicht. Ist doch ein Jänner. Den hat's aber auch echt scheiße. Zerstörte Waffen. Mittelschwerer Laser. Mal 4. Oh Gott. Ich sag ja, M-Laser kann man immer gut gebrauchen. Scheiße. Das ist ein LI-Laser. Leichter Impulslaser. Ist ja eigentlich lustig. Komm, ich baue dir mal zwei ein. Weil die lustig sind. Umrüsten. Jo. Da benötigt Reparatur und zerstörte Waffe. Oh, auch alles komplett zerstört. Super. Maschinengewehre funktionieren. Ach, hier sind die Wärmetauscher im Arsch. Und zwei M-Laser.
Maschinengewehrmunition. Ich glaube, die repariere ich gar nicht. Die verkaufen wir einfach. Sollen die neuen Besitzer es einfach reparieren. So. Die nächsten Missionen sind von denen, die ich nicht mag. War ja schon echt scheiße. Können wir sie vielleicht am Schwarzmarkt verkaufen? Er hat auch eine PPK. Ich fliege nochmal ganz kurz zum Schwarzmarkt. Hoffentlich können wir uns da von unseren Mac, die zwei Macs trennen. Oh, die will ich auf jeden Fall haben. Ich mag die, die ist schön. Die ist schön groß. Macht Ratadum. Ich überlege, ob ich den damit umrüste. Mittlere Reichweite mit hohen Schaden und die hier. Mittlere Reichweite. Schaden. Ballistische Waffe mit Feuerstoß. Wärme 3,2, 3,9. Aber Reichweite ist auch nicht viel. 360. Ist natürlich ein Witz. Hatte meine Feuer auch nur so eine kurze Reichweite? Ich dachte, wir könnten damit länger schießen. Das wird immer kürzer. Oder hat meine AK-5 Feuer drin? Geschafft 500 Meter. Feuerrate. Sehen wir den Schaden? Sehen wir nicht, ne? Kann man hier keine Max verkaufen, verdammt? Die PKK hat irgendwie Partikel Heaven Cannon. 736. Habe ich denn sowas nicht drin? 736. Achso, Battlemax. Ah. Heinrich, du hast Firestarter. Boah, das ist wirklich geil. Flamer dabei. Laser, Maschinengewehre. Das ist. Der gefällt mir eigentlich. Der Firestarter. Aber wenn da die ganzen Waffen kaputt gehen, würden die echt teuer. Ein Assassin hat nicht so viel. Raketen und einfach M-Laser. Inventar. Ich würde mich gerne vor ein paar trennen. Genau, den Schrott, dann kriegen wir. Naja, fast eine Mille.
stellt sich gerade die Frage, welcher ist der Beschissene? Ich glaube, das ist meiner. Das ist der, der weg kann. Und der Urban. Ist der Beschissene? Das ist der, der bleibt. Ich weiß nicht, nehme ich den mal mit? Nicht für mich, aber für Kumpels, also für die. Gerade wenn wir gegen größere Mechs kämpfen. Schön mit dem Flammen erhitzen quasi. Und ich kann dann immer gut auf die zielen und die können nicht so leicht zurückschießen, weil sie sonst überhitzen. Klingt gut, der Plan. Ich kaufe ihn. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Okay. Ist noch dabei. Muss noch repariert werden. Untergewicht. Muss repariert werden und ausgetauscht werden. Ja. Erstmal reparieren. Das Umrüsten machen wir später. Der kann eigentlich auch weg. Der kommt 2D. Ich lasse ihn nochmal dabei. Wir haben noch 4 Slots übrig. Seltener Mac auf dem Markt. Das sagst du mir jetzt, wo ich eingekauft habe. Kein Geld mehr dafür. So, nee, dann lassen wir einen seltenen Mac mal da, wo er ist. Wir müssen erstmal wieder ein bisschen Geld verdienen. Kriegsüberfallauftrag. Attentat. Hier machen wir ein Attentat. Wenn die Missionen auch für uns sind. Also, wenn die jetzt nicht für uns sind, dann kann ich ja schlecht einen Attentat machen. Und wir müssen wahrscheinlich unsere Mechs erstmal weiter reparieren. Der braucht noch hier. Dann lassen wir, warten wir nochmal. Ist der immer noch voll im Arsch. Habe ich keine Ausstattung für dich gewählt? Oh, keine Rakete. Und sind die Arme da noch kaputt? Ich den jetzt nicht umrüsten. Ach, weil er zu schwer ist. Die fette Sau. Dann gibt es halt keine Sprungdüsen mehr. Reicht nicht. Scheiße. Ist ein KSR-2 rein, ne? Gut, dann kriegst du auch deine Sprungdüsen wieder, mein Freund. KSR-Munition. Schon zu schwer. Sprungdüsen. Oh, schon zu schwer. Dann nicht. So, Untergewicht. Ausgerüstete Waffen haben keine Munition. AK-5.
Fehlende Waffen für Munition AK-10, na. Das heißt, er braucht, ja, okay. Und eine AK-10 habe ich nicht, oder? Dann kaufen wir jetzt einfach hier auf dem Markt eine AK-10, mein Gott. Scheiße, haben sie nicht. Doch, da. Für kurze Reichweite. Oder wir kaufen ihn AK-5 Munition. Habe ich aber 6 Stück von. Ach ne, Besitz 0. Das sind die, die ich kaufen kann. Dann einmal... den mal gehen und gucken mal, was wir da reinkriegen. Habe ich jetzt natürlich nicht drauf geachtet. Lassen die raus. Und ist dadurch leichter geworden. Ja, die Waffe war wahrscheinlich so schwer. Dann kriegt er schön Panzerung. Jetzt wird schön auf unsere 50 kommen. Wir haben auch keine Wärmetauscher drin, ne? Komm her. Aber brauchst du vielleicht für die Laser? Haben wir ein Stück zu viel? Na, da haben wir schon Maximum. Da auch. Boah, reicht. Und ran damit. Verfügbare Mission. Sei unser Schild. Mit heruntergezogenen Augen. Nicht Hosen. Feind eliminieren. Attentat. Oh, das Video geht schon viel zu lang. Ich würde sagen, wir machen hier einen Break und ja, nächstes Mal machen wir hier ein Ziel. Und müssen wir ein bisschen Geld erwirtschaften. Vielleicht machen wir nächstes Mal gleich hier diese Quest. Aber erstmal hier eins von denen rein, dann fliegen wir rüber, reparieren noch ein bisschen und dann machen wir da mal die Hauptmission weiter. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal gerne ein Like da oder einen Kommentar. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Abonnieren nicht vergessen.